Die Fluchtbewegungen haben gerade in Europa zu einem Umdenken auch geführt. Und die Herausforderungen sind in der Tat groß. Und der Klimawandel macht sich immer stärker bemerkbar, gerade in den ärmsten Ländern der Welt. Und hier müssen wir gemeinsam mit der Europäischen Kommission und mit den Mitgliedsländern versuchen, Antworten zu finden. Now we recognize important role between development policy and migration, but also to development and security. This means if we can help people in Africa, in different countries, in Asia, or in America, Latin America, then maybe these people who live there that can really create possibility for their own life, industrial, social, then maybe they never can use these waves of migrants. They come to Europe as a big paradise. Ich denke, wir haben alle erkannt, dass der private Sektor noch viel mehr leisten kann als bisher, aber man braucht Sicherheiten. Es gibt gute Beispiele für privates Investment. Insbesondere relativ viele kleine Firmen sind im Sektor der alternativen Energie unterwegs. Und hier, denke ich, ist der Invest, der von der EU mitgestützt wird, ganz, ganz wichtig, weil mit Energie in Entwicklungsländern wird sich die Situation deutlich verbessern. In 2050 we will have as a world population 9 billion people. We have to be flexible and to change something. It means it's necessary to have a different goals, but also to be really prepared for our reaction for the challenges which sometimes come.